YouTube, jetzt kommt zurück zu einem kleinen Commentary von mir. Ich möchte euch heute, oder Vlog, ich möchte euch heute ein bisschen was dazu sagen, wie es im Moment mit mir aussieht, seitens Streaming, also sprich Twitch, YouTube und an sich, wie es mir so geht oder was ich im Moment mache. Ja, euch ist bestimmt aufgefallen, YouTube im Moment ein bisschen flau bei mir oder auch schon länger. Das heißt, ich bin wirklich schon seit längerer Zeit, versuche ich meine ein bis zwei Videos oder ein Video die Woche hochzuboxen, damit die Leute, die meine Videos gerne gucken, was sehen. Man merkt vielleicht, ja, dass ich, wenn ich Call of Duty gezeigt habe in den letzten Zeiten, nicht unbedingt begeistert war. Das liegt einfach daran, ich bin angefangen mit DayZ spielen. Und ich habe einfach durch DayZ gemerkt, oder beziehungsweise natürlich auch durch andere Spiele, aber im Moment wieder, dass es wirklich noch Spiele gibt, die Taktik brauchen, die nicht unbedingt einfaches Gebäsche sind und die einem auch wirklich Spaß machen können, auch wenn sie Bugs haben. Das heißt, klar, Call of Duty, Battlefield haben Bugs wie Sau, sind casual-lastig wie Sau, haben mal Spaß gemacht. Für mich ist es aber jetzt einfach, bei mir ist die Luft raus. Wenn ich Call of Duty sehe, muss ich einfach kotzen, weil dieses Spielprinzip seit 10 Jahren das gleiche ist. Klar, es ist ein Ego-Shooter, aber bei Call of Duty verändert sich einfach nichts. Battlefield genau das gleiche. Natürlich werde ich mir Battlefield 4 kaufen, natürlich werde ich mir Call of Duty hier mit den Hunden da kaufen, wie heißt die Scheiße da, Ghost werde ich mir kaufen, aber es ist einfach immer das Gleiche. Es wird immer schlechter, wenn man mal die Spiele zurückguckt, von Call of Duty 1 bis jetzt Black Ops 2, als würden die die Leute feuern, die gut sind, und die ganzen Lappen von der Straße in der scheiß Entwicklerstudio setzen, ist im Moment einfach nur noch Scheiße unterwegs, sodass es einfach gar keinen Spaß macht, diese Spielen zu machen, weil man irgendwelche Drecksbugs hat, die total einfach wegzupatchen sind. Allein schon MW3, man geht in die Koop-Mission und da steht einfach, anstatt drücken sie F, um die Luke aufzumachen, steht da irgendein fucking Fehlercode. Ernsthaft, das patcht man in 25 Sekunden weg. So eine Kacke bringen die ins fertige Spiel. Dann patchen die stundenlang hinterher und es ist immer noch die gleiche lastige Dreckscheiße, wo die einfach die ganze Zeit sagen, guck mal, wir machen Last Man Standing raus, oh, wir machen Tubes raus. Was machen sie? Tubes rein, Last Man Standing bleibt drin, Perks, alles immer noch beschissen. Es wird einfach, ja, es kotzt mich einfach an. Und deswegen bin ich im Moment so einfach auf dem Dreh, bevor ich, wie andere Leute, auf YouTube nur noch Scheiße hochladen und sich dadurch cool fühlen, weil sie dann richtig Aufmerksamkeit bekommen. Das wisst ihr ja bestimmt auch. Switcht mal durch die YouTube-Kommentatoren, guckt euch mal die guten YouTuber an. Wirklich, ich kann euch, wer ist ein richtig guter YouTuber? Ich kann zum Beispiel sagen, KillerJunge94 gucke ich selber nicht, weil mich einfach seine Polit-Commentaries oder sowas nicht interessieren. Aber allein vom Stuff und vom, wie er redet, wie er alles verpackt, wie er aufzieht, wie er sich vorher recherchiert und wie er es nachher auch vernünftig alles in einem Video zusammenpackt und das gut geschnitten und sonstiges ist, ist es eine super Arbeit, die er abliefert, aber er bekommt sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit. Okay, die Klicks sind jetzt auf jeden Fall 50.000 mal geiler als meine, aber er bekommt wenig. Dann guckt euch mal, ich will seinen Namen gar nicht aussprechen, guckt mal nach ganz oben zu diesem komischen Lappen mit dieser Locke in der Fresse, der bekommt 200.000 Klicks auf ein Video, wo er einfach nur Scheiße labert. Er hat Und das kotzt mich einfach an. Es kotzt mich einfach an, dass YouTube wieder das ist, was es vor 10 Jahren war. Früher war es so, jemand hat zum Beispiel aufgenommen, wie seine Freundin gegen die Wand gelaufen ist, hat es aufgenommen, YouTube, fertig. Drecksvideo, kein Inhalt, gar nichts drin. Da, Klicks bekommen. Jetzt war es eine Zeit lang so, Videos, die gut waren, die technisch gut waren, wurden gehypt. Man hat gesagt, oh, guck mal, YouTube wird zum neuen Fernsehen, bla 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 bla. Und was sieht man jetzt? Das, was vor 10 Jahren angefangen ist, da fangen die Leute jetzt mit an. Ich weiß nicht warum, ob die Leute immer dümmer werden, die diese Videos gucken, oder ob die Leute, die produzieren, einfach immer weniger Bock haben. Auf jeden Fall läuft es darauf hinaus, dass irgendwie YouTube rückwärts geht. Das heißt, die Videos werden immer schlechter, die produziert werden. Natürlich gibt es auch noch Leute, die gute Videos machen. Ich sag gar nicht, Max FPS steckt bestimmt noch Haufen Arbeit in seinem Kanal. Wie gesagt, dieser Killer Junge bestimmt auch. Es gibt mehrere, Clayman, Super Editor. Trotzdem sieht man einfach, dass die Klicks oder die meisten Klicks in den höheren Zahlen über die 100, 200.000 an Leute geht, wo man sich denkt, die brauchen für so ein Video 15 Minuten und kloppen das hoch, ohne sich das selber anzugucken, weil es einfach so scheiße ist, dass sie ihre eigene Scheißstimme nicht hören können. Und das kotzt mich einfach an. Im Moment ist es einfach so, ja, ich denke mir einfach, ich lade einfach nichts hoch, beziehungsweise das, was mir Spaß macht, bevor ich wieder irgendwie auf diesen Zug aufspringe, dass ich dann trotzdem wieder Call of Duty zeige oder trotzdem das und das mache oder versuche, auf diesen Dummheits-Hype mit aufzuspringen und auch irgendwelche Scheiß hochzuladen. Wollte ich euch jetzt einfach mal sagen, dass im Moment bei mir YouTube so ist, dass ich Bock drauf hätte. Hätte ich vernünftige Gameplays, würde ich auch weiter produzieren, aber im Moment Gameplay spielen bei mir ist so keine Lust drauf, weil mir Call of Duty und Battlefield und an sich dieses normale Ego-Shooter-Bereich tierisch auf den Säckel geht. Das heißt, wenn ihr Gameplays habt und die wirklich gut sind, ihr habt bestimmt meinen YouTube-Account, ach, meinen Skype-Account, hier ist er, MEMaxro, einfach enden, da schreiben mich meine ganzen Abonnenten immer an, da bin ich auch immer zu haben, ich bin immer online, wenn ihr was habt, Probleme, sonst was, schreibt sie rein. Wenn ihr Gameplays habt, sendet es mir einfach.
Schreibt mir, ich habe ein Gameplay hier auf YouTube hochgeladen. Bababam. Ich lade es mir runter. Oder ihr habt es, wie ich meine, auch bei einem anderen Hoster hochgeladen. Ich lade es mir runter, ich gucke es mir an, sage, ist geil, krass, gucke ich, mache ich ein Video raus. Es liegt bei mir nicht am Themenwerk. Also, ich habe Themen massig, aber ich habe einfach nicht die Lust dazu, erstmal Gameplays zu erspielen, weil mir das halt alles auf den Sack geht. Und ich habe auch irgendwie nachher da wieder das Bedürfnis, dass ich mir denke, wirklich, es gibt Leute, die werden mit Scheiße erfolgreich. Und das ist kein Neid oder sonstiges. Ich denke mir einfach nur, wie dumm ist Deutschland geworden, beziehungsweise an sich die Welt. Das wäre das erste Thema. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geflammt. Und wenn, versucht es ein bisschen, ja, zu vertrösten oder was auch immer. Es tut mir einfach leid. Das war, es ist im Moment das, was mich ein bisschen besorgt und so. Deswegen wollte ich es einfach mal sagen. Das nächste Streaming. Viele werden bestimmt merken, die mich jetzt gefollowt haben, ich habe jetzt so 150 Follows auf Twitch, dass ich sehr, sehr viel streame. Und wenn ich streame, sehr, sehr viel DayZ spiele, weil es einfach taktisch geil ist, weil es einfach Spaß macht, weil es so komplex ist und man nicht einfach in 2 Tagen ein Aiming kriegt, sondern da wirklich schon 4, 5 Wochen aimt oder trainieren muss und selbst dann immer noch nicht richtig trifft, wie ich zwischendurch auch merke. Und es macht einfach Spaß. Das heißt, ich habe mir überlegt, einfach mal zu versuchen, auf Twitch mir ein zweites Standbein aufzubauen, weil im Moment das mir Spaß macht. Deswegen werde ich morgen oder beziehungsweise heute am 6.7. den Samstag um 13 Uhr anfangen zu streamen. Ich werde versuchen, das ist das erste Mal von mir, also 24 Stunden durchzustreamen. Das heißt, ich werde von heute 13 Uhr, also Samstag 13 Uhr bis Sonntag 13 Uhr, komplett durchstreamen. Hauptsächlich das Augenmerk auf League of Legends und DayZ. Wenn natürlich viele Leute da sind und viele, also wäre richtig nice, wenn viele Leute kommen und mir reinschreiben, wenn dann zum Beispiel ein paar Leute reinschreiben oder die Hälfte reinschreiben, ey, komm, mach mal das, zock mal das, hier, zock, keine Ahnung, GTA 4, zock wegen meiner Call of Duty Black Ops wegen meiner Ghost Rising Storm Red Orchestra. Wenn ihr dann wirklich sagt, komm, spiel einfach mal das, dann werde ich mit euch ein paar Community Games machen, ein paar Viewer Games, ein paar das und das machen. Das heißt, ich werde wirklich versuchen, 24 Stunden durchzustreamen. Natürlich, wenn die Zuschauer abhauen, beziehungsweise irgendwann nichts mehr los ist, muss ich überlegen, ob es sich noch lohnt, weiterzumachen. Aber theoretisch habe ich mir schon zwei, drei Kollegen rausgesucht, die mit mir durchhalten werden und werde dann versuchen, das durchzukriegen, beziehungsweise den Stream komplett zu gucken. Also, wenn ihr Bock habt, morgen 24 Stunden Stream. Wenn ihr Gameplay, sonstiges Material habt, egal welches Spiel, sobald man es zeigen kann, nehme ich's. Dann schreibt mich an, auf jeden Fall, wie gesagt, Skype, ich werde es mir angucken, euer Max und Jupp, ciao.